Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja, 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 Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Hören wir auf die Epistellesung zum Trinitatisfest. Die steht aufgeschrieben im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 11. Kapitel. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, wer gehofft hatte, dass ich am Sonntag die Trinität erkläre in der Predigt, der ist bestimmt schon mal enttäuscht worden. Den muss ich heute auch wieder enttäuschen. Ich werde es nicht unternehmen, die Trinität zu erklären, aus einem ganz einfachen Grund. Das Geheimnis Gottes will gewahrt und verehrt werden. Nicht aber erklärt. Denn was ich erkläre und begriffen habe, das passt in meinen kleinen runden Hirnschädel hinein. Und das kann schon mal nicht Gott sein. Mir scheint, dass die Art und Weise, wie wir Christen von der Trinität reden, jedenfalls wie wir es traditionell lange Zeit getan haben, sehr viel besser geeignet, das Geheimnis Gottes zu verehren, sich ihm zu nähern und es zugleich zu wahren, als alle die anderen Strömungen, die immer versucht haben, es möglichst einfach auf den Punkt zu bringen: Gott ist Gott und fertig. So einfach ist es nicht. Und die Epistel des vergangenen Sonntags, die ich uns vorhin vorgelesen habe, die gibt dazu nämlich genau Anlass, es wieder herauszustreichen. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. In diesem Satz ist eine Erkenntnis eingeschlossen, die uns nicht nach der Mütze ist, aber gelegentlich mal uns zu Gemüte geführt werden muss. Nämlich, dass soweit die Schöpfung geht, auch die Sünde geht. Es ist nicht bloß Adam, der in den Apfel gebissen hat und dann ist er gefallen, sondern das durchzieht die ganze Schöpfung. Allmählich kommen wir dahinter, dass die Übergänge zwischen Tieren und Menschen so fließend sind, dass man gar nicht genau festlegen kann oder nur sehr willkürlich festlegen kann, wo denn das anfängt mit unmoralischem Handeln, mit sündhaftem Handeln. Wir können Kriege und Gewalttat und die Tötung von Artgenossen auch im Tierreich beobachten, nur als Beispiel. Also, die Erkenntnis ist, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, aber nicht, damit er über sie zu Gericht sitzen kann und sie alle genüsslich vernichten, wie es manche, auch christliche Prediger, gerne hätten, sondern
um sich aller zu erbarmen. So. Und da kann man nur davor stehen, in Ehrfurcht. Welch unbegreifliche Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Unbegreiflich sind seine Gerichte, die kleinen, die wir oft als Schicksal bezeichnen, gelegentlich auch als Glücksfall bezeichnen oder als Unfall bezeichnen. Diese kleinen Gerichte sind unausforschlich und unbegreiflich, aber das Große ist eben auch unbegreiflich, wie es sein kann, dass Gott sich aller erbarmt. Wo bleibt da die Gerechtigkeit, wenn sie am Ende alle in den Himmel kommen? Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Überall, wo Menschen meinen, sie wüssten es genau und sehr viel besser als andere, wie der liebe Gott es meint, haben die in Gottes Rat gesessen? Und meinen sie, wenn sie in die Bibel gucken und da irgendwas lesen, sie hätten einen Platz in Gottes Rat gehabt? Ach ja, das meinen die auch nur. Wer hat Gott etwas zuvor gegeben, dass Gott verpflichtet wäre, es ihm zurückzugeben? Das gibt's gar nicht. Gott ist Gott, gerade weil sich alles, was ist, sich ihm verdankt. Das ist dann auch schon der Schlusssatz unseres Predigtextes. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge und natürlich auch alle Lebewesen. Und deswegen, weil sich alles ihm verdankt und weil alles in ihm wieder mündet und unterwegs in ihm Bestand hat, darum gebührt ihm Ehre in Ewigkeit. Nichts wird erklärt. Gott wird verehrt. Heute und alle Tage. Amen. Lasst uns beten. Land und alle Menschen, die darin wohnen, bitten wir dich.
Für die Gemütskranken um neue Kraft zum Leben bitten wir dich. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für die Bedrängten um Befreiung aus ihrer Not bitten wir dich. Führ uns alle, dass du uns beisammen hältst und uns führst auf den Weg zu deinem Ziel, bitten wir dich. Rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du Herr um uns wacht wie um den Stern im Auge. Und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht.